Herzlich willkommen nochmal zum heutigen Lernen Digital Impuls des Kompetenzverbunds Lernen Digital. Mein Name ist Philipp Busch und ich arbeite beim Forum Bildung Digitalisierung. Und wir sind in der Transferstelle des Kompetenzverbunds sowohl in der Wissenschaftskommunikation als auch in der Gestaltung von Transferformaten tätig. Für alle, die heute das erste Mal dabei sind, die Veranstaltung wird aufgezeichnet. Also falls Sie nicht mit Klarnamen zu sehen sein wollen, würde ich jetzt noch einmal darum bitten, den sozusagen in den Einstellungen zu verändern. Genau, und wir freuen uns natürlich über Fragen. Also entweder gerne direkt im Chat oder sonst haben wir am Ende auch noch einen kleinen Frage- und Antwortblock eingeplant. Und ansonsten noch ein paar Hintergründe zu dem Veranstaltungsformat. Die Lernen Digital Impulse sollen einen kleinen Input geben von Expertinnen aus Wissenschaft und Schulpraxis und, wie es der Titel schon sagt, Impulse mitgeben für den Einsatz digitaler Medien im Unterricht. Genau, und dazu komme ich dann jetzt auch ansonsten schon direkt zu unserer heutigen Gästin. Hallo an Nina Brendel. Nina ist Professorin für geografische Bildung an der Universität Potsdam und im Kompetenzverbund Lernen Digital auch in der Transferstelle tätig. Und die Forschungsschwerpunkte von Nida Brende liegen in den Themen Virtual Reality in der geografischen Bildung, wie auch der heutige Impuls. Weitere Themen sind aber auch Bildung für nachhaltige Entwicklung, neue Lern- und Prüfungskulturen in der geografischen Bildung oder geografische Kompetenzförderung mit digitalen Lernumgebungen. Genau, und damit würde ich jetzt auch schon einmal das Wort an Nina Brendel übergeben für unseren heutigen Impuls. Ja, herzlichen Dank für die Einführung. Ich starte gleich mal meine Präsentation. So, kann man das im Vollbildmodus sehen? Super. Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Herzlichen Dank für die Einladung zum Impuls. Ich freue mich darauf, mit Ihnen und euch gemeinsam zu überlegen, wie man Virtual Reality im Geografieunterricht sinnvoll aus einer geografiedidaktischen Perspektive sinnvoll einsetzen kann. Und bevor wir ins Didaktische starten, erstmal die Frage, was ist denn überhaupt VR? Man kann mal so ganz grob gesehen zwei Einsatzszenarien unterscheiden oder zwei Arten von VR. Das eine ist ein computersimuliertes, modelliertes VR, wie man es im unteren Bild sieht. Und man sieht mich im oberen Bild mit einer zugegeben etwas veralteten VR-Brille. Da haben wir jetzt mittlerweile sehr viel neuere. Die sind auch schlanker und man hat auch oft keine Controller mehr in der Hand und macht das mit Gestensteuerung. Aber ich kann mich mit dieser VR-Brille im Raum bewegen. Ich kann auch einen Schritt gehen in VR oder im Realraum und gehe diesen Schritt dann auch in der VR-Umgebung. Ich kann mich also mit meinem Körper, nicht nur durch Drehungen, sondern eben auch durch Schritte im modellierten VR bewegen. Was man im unteren Bild sieht, ist vielleicht ein bisschen schwer zu erkennen. Das ist wahrscheinlich eine Motorhaube und ein Lackiergerät. Das kommt aus einem Projekt meiner Kollegen Ulrike Lucke und Raphael Zender, die gemeinsam mit Lackiererinnen und Lackierer eine VR-Simulation entwickelt haben, mit denen man lernt, den richtigen Abstand beim Lackieren einzunehmen. Gerade die berufliche Bildung war ganz vorne dran in den letzten 10 Jahren VR. Settings zu entwickeln zum Training. Man muss sich nur vorstellen, dass normalerweise da ein großer Materialverschleiß dahinter steht, wenn man das erst lernen muss. Mit VR gibt es natürlich Trainingsmöglichkeiten, die sehr viel effizienter sind, die einem eine Rückmeldung gleich geben durch Dinge, die aufblinken und hat auch eine haptische Reaktion durch Vibrieren und so weiter. Auf der anderen Seite gibt es 360-Grad-Umgebungen und ich möchte an diesem Beispiel eben zeigen, dass ich beides als Virtual Reality bezeichne. Es gibt da manchmal unterschiedliche Ansichten. Ich beziehe mich da unter anderem auf Milgram und Cascino, aber auch auf weitere und sage, beides ist Virtual Reality. Auf der rechten Seite sehen Sie mich mit einer Smartphone-VR-Brille. Das ist eigentlich nur ein Plastikkasten. Und da kann ich mein Smartphone reinlegen oder SchülerInnen können ihr Smartphone reinlegen, im Browser eine Anwendung öffnen und sind dann in einem 360-Grad-Bild oder einer 360-Grad-Video-Umgebung, wie man sie im Bild unten rechts sieht. Das ist ein Ausschnitt aus unserer VR-Exkursion zur sozial nachhaltigen Stadt Wien oder ein Ausschnitt aus dieser VR-Umgebung. Und hier kann ich mich jetzt nicht durch Schritte bewegen, aber ich kann den Kopf drehen und bewege mich letztendlich wie in einer Kugel, in einem abfotografierten Globus.
Und ich habe durch die Software, die wir nutzen, verschiedene Möglichkeiten zu interagieren. Also ich kann durch Blicksteuerung zum Beispiel Elemente auswählen, die sich dann vergrößern, zum Beispiel hier eine Statistik. Oder ich kann Elemente aktivieren, um zu springen in eine andere Szene oder zu einem anderen Standort. Oder ich kann Audioelemente aktivieren und mir zum Beispiel Interviews anhören. Beides ist gut möglich, mit SchülerInnen einzusetzen. Es gibt auch, was die Head-Mounted Displays angeht, also die High-End-VR-Brillen mittlerweile Anbieter, die ganze Klassensets verleihen. Die einfachste Variante, die wir auch häufig nutzen, sind wirklich dann diese Smartphone-VR-Brillen, weil das Smartphone-Besitz bei SchülerInnen mittlerweile sehr, sehr groß ist. Die schaffen das auch alle von der Leistung her, diese Anwendungen aufzurufen. Das einzige Bottleneck ist immer das WLAN. Aber da gibt es auch mittlerweile gute Möglichkeiten. Also das ist das, worüber wir sprechen, wenn wir von VR jetzt in diesem Impuls hier reden. Und die Frage, die häufig kommt bei Lehrkräften, ist, okay, wo kriege ich das denn überhaupt her? Deswegen dachte ich, ich starte damit. Hier ist mal eine Übersicht. Es gibt verschiedenste Übersichten im Internet, Taskcard, Padlets und so weiter. Und hier sieht man, es geht thematisch recht bunt zu. Wir haben relativ viele Anwendungen im Bereich Bergbau, Tagebau, Vulkane, Wüsten. Das ist jetzt eben eine Übersicht speziell für den Geografien, die nicht von mir ist, sondern ich habe die unten verlinkt. Und ich möchte jetzt weniger darauf eingehen, was ich jetzt thematisch für besonders gut halte, weil ich glaube, dass Lehrkräfte das am besten selber einschätzen können, was in ihre Reihen passt, was zu ihrer Lerngruppe passt. Ich möchte eher jetzt darauf eingehen, den Impuls, wie setze ich das Ganze didaktisch ein? Und was hier bereits schon auffällt, ist, dass viele VR-Umgebungen, die hier gesammelt wurden, von Medienanstalten publiziert wurden. Also BBC, WDR, ZDF. Und einen gewissen Hintergrund haben. Jedenfalls nicht von Pädagoginnen, von Lehrkräften, vielleicht mit Unterstützung davon, aber nicht primär entwickelt wurden. Und welche Stolpersteine es da vielleicht gibt, darauf möchte ich später auch noch eingehen. Hier sehen Sie mal einen Ausschnitt auf der rechten Seite wieder aus einer unserer Virtual Reality Exkursionen. Das ist nochmal die VR-Exkursion zur nachhaltigen Stadtentwicklung in Wien. Und ich möchte daran mal aufzeigen, wie VR wirkt. Und das jeweils unterstützen, auch mit Studien, aber die sollen jetzt nicht so im Vordergrund stehen, sondern eigentlich eher nur unterstützend werden. VR ist in erster Linie mal ein multisensorisches Medium. Man sieht etwas, man hört etwas. Jetzt in dem Fall ist es ein statisches Bild, aber man kann da genauso gut mit Videos arbeiten. In dem Fall wäre es auch tatsächlich ein Video. Und auch das Fühlen ist angesprochen, der Lagesinn. Zum Beispiel merkt man das sehr gut, wenn man SchülerInnen oder allgemein Personen in VR auf eine gewisse Höhe bringt, also auf einen hohen Berg, auf ein hohes Gebäude und sie Höhenschwindel bekommen oder Schwindelgefühle oder vielleicht manchmal sogar Höhenangst. Sie fangen an zu schwitzen, sie fangen an zu schwanken. Also der Lagesinn wird durch VR angesprochen. Nicht nur was Höhe angeht, auch was soziale Distanz angeht. Man fühlt sich vielleicht bedroht durch etwas, was zu nahe ist und hat wirklich eine körperliche Reaktion. Das Besondere an VR ist, dass es unter Umständen zu einem sogenannten Präsenzerleben führen kann. Das heißt, man hat das Gefühl, man ist wirklich dort, man ist vor Ort, man ist anwesend. Und das wollte ich an diesem Beispiel mal illustrieren. Wir hatten vor 2 Jahren eine Schulklasse bei uns zu Besuch im Rahmen eines Projektes, Schülerinnen der 10., 11. und 13. Jahrgangsstufe. Und die haben genau diese VR-Umgebung hier gesehen. Die standen an diesem Ort. Wie gesagt, das ist eher ein Video, es fahren Autos an einem vorbei. Und es kamen Sätze wie, oh mein Gott, hier fahren Autos an mir vorbei. Also kein Satz, ich sehe Autos, sondern wirklich, da fahren Autos an mir vorbei. Und auch dieser Satz, oh, warum kommen die denn alle so nahe? Also es wurde thematisiert, dass etwas, was es ja eigentlich nicht gibt, das ist ja nur virtuell da, zu nah an den eigenen Körper herankommt. Und ich finde, dann merkt man schon, was das mit einem machen kann, wenn man nur innerhalb von 5 Minuten, das war jetzt nicht lange, keine lange Zeit in der nächsten VR-Umgebung waren, schon solche Gefühle hat. Das kann auch dazu führen, unter gewissen Umständen, dass man das, was dort gezeigt wird, tatsächlich als real wahrnimmt. Dazu gebe ich Ihnen später noch ein Beispiel, aber auch hier noch mal eins jetzt aus dem Forschungskontext. Wir hatten im Rahmen einer Fortbildung eine Lehrkraft in eine Szenerie versetzt, die ein Regenwald-Szenario zeigt. Und wir haben es leider nicht aufnehmen können, deswegen ist es ein sinngemäßes Zitat, aber die Lehrkraft sagte so etwas wie, ich war noch nie im Regenwald, aber jetzt weiß ich, wie es dort ist. Also er hat nicht reflektiert, dass das eine Abbildung ist vom Regenwald, so wie man sagt, okay, das Bild ist jetzt, was ich hier sehe, eine Abbildung, eine Fotografie aus einem Teil des Regenwalds. Und er hat wirklich das Gefühl gehabt, er war da und er weiß jetzt, wie das
Gott ist, obwohl es natürlich so nicht ist, sondern eine Konstruktion darstellt. Also alles Dinge, die man beachten muss. Und wenn wir jetzt mal aus dem Kontext der Zertifikatumgebung weggehen und in modelliertes VR gehen, wo wirklich mit Avataren gearbeitet wird, dann gibt es ganz umfangreiche Studien, gerade um die Gruppe um Mel Slater, die verschiedenste Dinge beweisen konnten. Nämlich machen die am Anfang immer so eine Art Spiegeltraining. Ich kann es Ihnen jetzt leider hier nicht zeigen aus rechtlichen Gründen, aber man sieht sich dann selber in VR in einem Spiegel und sieht den Avatar gespiegelt. Und unabhängig davon, ob die Person größer ist, als man selber kleiner ist, ob die älter ist, ob die eine andere Hautfarbe hat und ein anderes Geschlecht hat, man nimmt diesen Körper als eigenen an. Das nennt man Body Ownership. Das dauert ein bisschen, man macht ein paar Trainings, aber dann geht es doch bei relativ vielen Personen relativ schnell, dass man auch so reagiert, als ob dieser Avatarkörper der eigene wäre. So, und wird dieses Präsenzerleben so stark, dass man denkt, die Ereignisse würden tatsächlich stattfinden, man nennt es Plausibility Illusion, dann zeigen Menschen mitunter ein authentisches Verhalten in der VR-Umgebung. Und was das bedeutet, möchte ich Ihnen auch in diesem Beispiel zeigen. Wir sehen hier wieder aus dem gleichen Forschungsprojekt, aus der Spielewoche, auf der linken Seite einen Schüler, der ein Head-Mounted Display aufhat, noch zwei Controller. Und auch das Originalbild darf ich Ihnen jetzt nicht zeigen, deswegen habe ich es mit KI nachgebaut. Aber was er sieht, ist ähnlich wie das Bild auf der rechten Seite, die Person in diesem orangen Anzug. Er steht in VR auf einer Planke, die über eine Häuserschlucht ragt, und die Aufgabe ist, runterzuspringen. Das ist was, was wir gerne mal auch machen, um SchülerInnen oder allgemein Lernenden, auch Studierenden zu zeigen, wie stark körperlich VR wirken kann, weil es viele Personen gibt, die plötzlich anfangen, weiche Knie zu kriegen, die schwitzen anfangen, die es auch nicht schaffen, darunter zu springen. Sie müssen ja nicht springen, sie stehen ja nach wie vor auf dem Boden in unserem Seminarraum. Aber es wirkt so stark, dass sie ein authentisches körperliches Verhalten, eine authentische Körperreaktion zeigen. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, in einem didaktischen Kontext und im Einsatz im Unterricht noch viel stärker reflektieren müssen, was VR da mitunter mit unseren Schülerinnen und Schülern auch macht. Es gibt darüber hinaus Studien, die zeigen, dass Dinge, die man in VR erlebt hat, sogar Teil einer autobiografischen Erinnerung werden können. Das bedeutet, dass das Gehirn manchmal gar nicht unterscheidet, habe ich das tatsächlich erlebt oder habe ich das in VR erlebt? Was noch mehr darauf hinweist, dass wir sehr sensibel damit umgehen sollten, was wir SchülerInnen oder Lernende allgemein in VR erleben lassen. Und zum Schluss, dann bin ich mit dem theoretischen Teil durch, möchte ich noch auf weitere Studien der Gruppe um Slater hinweisen, die mich persönlich sehr fasziniert haben. Nämlich, sie konnten nachweisen, dass dieses Präsenzerleben in VR dazu beitragen kann, in einen Perspektivenwechsel zu gehen, Empathie zu fördern, Einstellungen zu verändern und auch Verhalten und Handeln über VR hinaus ändern kann. Eine Studie zum Beispiel von Mel Slater befasste sich mit Männern, die zu häuslicher Gewalt neigten. Und sie haben diese Männer, diese Versuchspersonen, in VR in die Rolle der Opfer versetzt und haben sie häusliche Gewalt in geringem Maße durch Drohungen und sowas selber erleben lassen und konnten nachweisen, dass es einen Effekt hatte auf ihre Einstellung, auf ihr Handeln im Nachgang. Und das ist natürlich etwas, was für den Therapiekontext unglaubliches Potenzial hat. VR wird auch im Therapiekontext jetzt immer mehr angewandt. Es gibt Studien zur Spinnenphobie oder auch zur Behandlung von Traumapatienten, von Verbrennungsopfern und so weiter. Da gibt es seit vielen Jahren schon viele sehr positive Beispiele. Aber ich finde, für den Bildungskontext müssen wir uns eben auch sehr bewusst sein, wie stark dieses Medium wirkt. Und wie emotional, nicht nur körperlich, sondern auch emotional es wirkt und welche Trigger es womöglich auslösen kann. Und auch hierzu möchte ich Ihnen ein Beispiel geben. Das ist eine 360-Grad-Umgebung, die man über YouTube anschauen kann. Man kann switchen in den VR-Modus von YouTube. Und diese Umgebung vom WDR wurde konzipiert, um zu zeigen, wie die Ersthelfer beim Terroranschlag am Breitscheidplatz reagiert haben. Also eigentlich eine sehr, sehr positive Intention. Und Sie sehen, es sind alles nur Strichzeichnungen, es wirkt gar nicht real. Aber man hört die Originalstimmen der Personen, die dort anwesend waren und die geholfen haben, als dieser Terroranschlag passierte. Und jetzt muss man dazu sagen, wir sind hier natürlich, ich bin gerade hier in Berlin, ich bin nur 2 Kilometer vom Breitscheidplatz entfernt. Wir haben es auch mit Schülerinnen und Lehrkräften gemacht, die hier im Raum Berlin-Brandenburg leben. Und natürlich ist es bei denen näher dran, aber wir hatten jetzt einige Beispiele von Personen, für die das
Unglaubliches getriggert hat, also bis hin zu fast traumatischen Erlebnissen, weil man sieht nicht, dass etwas passiert, aber man steht da und man weiß, jetzt kommt dieser Lastwagen. Und allein dieses Wissen macht was mit manchen Leuten. Manche stehen da und sagen, toll, ich bin beeindruckt von der Leistung der Ersthelferin, aber es gibt auch Personen, für die ist das too much. Und lange Zeit hat man gesagt, VR muss möglichst realistisch sein. Und diese Anwendung ist für mich das Gegenbeispiel, weil es wirklich nur Strichzeichnungen sind. Und das ist ein unglaubliches, ja, unglaublich machtvolle VR-Umgebung, die es sehr sensibel einzusetzen gilt, aus meiner Sicht. Und das ist auch der Punkt, den ich machen möchte. VR beeinflusst uns zwar zum Teil nachhaltig, um das mal zusammenzufassen, unsere Gefühle, unsere Körperreaktion, aber auch unsere Selbstwahrnehmung, unsere Überzeugungen, unsere Reaktion und unser Verhalten. Und das teils genauso wie reale Erlebnisse. Das muss nicht so passieren, aber das kann so passieren. Wir müssen davon ausgehen, dass es bei manchen Personen eben auch so stattfindet. Und deswegen haben wir in einer Publikation mal diesen Satz formuliert: VR ist eine besonders machtvolle Form des geografischen Visualisierens. Und die Frage ist natürlich jetzt, wie gehen wir damit im Geografieunterricht um oder im Kontext geografischer Bildung ganz allgemein? Deswegen möchte ich ein paar Konsequenzen ableiten aus meiner Sicht, die wir natürlich später gerne diskutieren können oder die Sie auch gerne herausfordern können. Auf der rechten Seite sehen Sie nochmal ein Bild aus unserer Spielewoche mit verschiedenen Personen. Das sind die gleichen Schülerinnen, von denen ich vorhin sprach. Und eine Konsequenz für mich aus diesen Erkenntnissen der Neurowissenschaften ist, dass aufgrund dieser auch interindividuell sehr unterschiedlichen emotional-körperlichen Wirkweise es eines besonders sensiblen Einsatzes bedarf. Es kann sein, dass von 30 SchülerInnen 29 mit einer VR-Umgebung völlig fein sind, aber dass es eine Person gibt, die getriggert wird in einer gewissen Art und Weise. Und ich glaube, es bedarf einer starken Reflexion der Lernendengruppe, der Situation, die man vorfindet und der individuellen Bedürfnisse und vielleicht auch ein paar Sicherungsmechanismen. Einer davon ist zum Beispiel, VR als sicheren Raum zu gestalten. Es geht natürlich dabei los, dass die VR-Umgebung an sich so produziert wird, dass sie möglichst ein safer Space ist. Wenn man das nicht machen kann, weil man nicht selber produzieren kann, weil man auch nicht mit 360-Grad-Umgebungen arbeitet, sondern mit modellierten VR, ist ein weiterer Punkt, dass man sichere Räume schafft, in denen VR erlebt wird. Also man sieht hier zum Beispiel auf der rechten Seite, wir hatten zwei Räume, das sieht man nicht, aber man sieht, dass hier eine Person steht, die ich mit diesem kleinen Balken anonymisiert habe, die keine VR-Brille auf hat. Und wir arbeiten hier mit einem sogenannten Buddy-System. Das heißt, eine Person ist in VR. Und eine andere Person passt auf die Person auf. Das sollte im besten Fall der Kumpel sein, die Freundin, also jemand, der man auch vertraut, die einem hilft, die VR-Brille abzunehmen oder aufzusetzen. Da kommt man sich auch körperlich nahe und die aufpasst, dass die Person sich nicht in irgendeiner Weise verletzt. Und man muss es diesen Buddies auch immer erstmal beibringen, weil die stehen irgendwann da und gucken in der Luft rum. Aber wir müssen immer wieder sagen, passt auf, weil die Person, die gerade in VR ist, ist in einem anderen Raum. Es kann sein, dass sie plötzlich springt oder einen Schritt zurück macht. Achtet gut drauf, wie sie gerade sich verhält. Und das ist einerseits zum Schutz da, zum anderen aber auch, dass die Person, die in VR ist, das Gefühl hat, da ist jemand für mich da, da ist jemand ansprechbar, weil man in der sozialen Situation ist, dass man in zwei Räumen gleichzeitig ist. Man steht noch im Seminarraum, aber man ist auch gleichzeitig in dieser virtuellen Welt. Dieser dritte Punkt ist so ein Credo, was ich für mich mal formuliert habe. Ich bin der Meinung und trage das auch so an meinen Studierenden heran, dass man eigentlich nur Erlebnisse auswählen sollte in VR, die man Schülerinnen und Schülern auch in der Realität zumuten würde. Denn ich muss davon ausgehen, dass manche Personen tatsächlich VR so erleben, als wäre es ein authentisches, ein reales Erlebnis. Das muss nicht sein. Das kann sein, dass auch in diesem Klassenkontext, wenn ein bisschen geblödelt wird, sie nicht so in diese Immersion reinkommen und nicht so das Präsenzerleben haben. Aber ich muss jetzt endlich davon ausgehen. Das wäre jetzt so mein Rahmen, den ich setzen würde. Ich würde keine VR-Umgebung erleben lassen, die ich nicht wirklich auch im realen Kontext erleben lassen würde. Weitere Konsequenzen, zwei letzte sind noch. Ich glaube, dass man VR als radikal neuartige Lernerfahrung behandeln sollte. Nicht als etwas, was Exkursionen ersetzen könnte oder was so ähnlich ist wie ein Film, sondern wirklich als eigenständiges Medium, was eben stark körperlich, stark emotional wirkt, was eine neue Art der Räumlichkeit darstellt. Und das bedarf auch einer gewissen Reflexion oder einer anderen Art von Reflexion, einer anderen Art von Dekonstruktion dessen, was hier erlebt wird und auch eine Dekonstruktion dessen, was gezeigt wird.
Und ich glaube, dass es uns ermöglicht, auf einer völlig anderen Ebene über die Konstruiertheit von Räumen zu diskutieren. Also nicht nur die Konstruiertheit im Sinne von, es hat jemand etwas produziert, hat etwas ausgewählt, hat sich eine Perspektive ausgedacht, einen Standort, sondern auch, wie wir selber Räume konstruieren, wie unser Bild von Räumen entsteht, was wir im Kopf haben, auf Grundlage unterschiedlicher Medien. Und das etwas ist, wo wir sehr gut in diesem Kompetenzbereich, im geografischen Kompetenzbereich, verorten können und dafür nutzen können. So, zum Abschluss möchte ich noch auf auf eine Veröffentlichung hinweisen, die wir jetzt, oder auf eine Grafik, die wir jetzt so im Schnellen nicht komplett besprechen können, aber vielleicht, wenn es Sie interessiert, können Sie sie nachlesen. Die Quelle gebe ich Ihnen auch gleich. Ich habe für eine Publikation mal gemeinsam mit meiner Kollegin Katharina Moring versucht aufzuschreiben, was aus unserer Sicht zu beachten wäre bei der Vorbereitung eines VR-Erlebnisses mit Schülerinnen und Schülern. Und wie man die Nachbereitung gestalten könnte, wie man VR-Leben auffangen kann, reflektieren kann. Und haben da versucht, eben verschiedene Prinzipien hier zusammenzufassen und für Lehrkräfte ein bisschen so eine Art Leitfaden zu erstellen, den wir gerne auch noch diskutieren können in der Diskussion im Anschluss an den Impuls. Die zweite Sache ist noch ein Fragenkatalog, den wir in der gleichen Publikation einmal aufgeschrieben haben, weil wir oft die Frage bekommen, ja, wie gehe ich denn jetzt um? Wenn ich mit Schülerinnen in VR war, wie rede ich denn mit denen hinterher danach? Wie fange ich das auf? Auch hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, je nach Altersstufe, je nach Übungsgrad natürlich. Wie oft war ich mit denen schon in VR? Welchen Kompetenzschwerpunkt habe ich in meiner Unterrichtsstunde, meiner Unterrichtsreihe? Und inwieweit möchte ich es verknüpfen, auch mit Medienkompetenzen? Natürlich, je nach Bundesland gibt es ja unterschiedliche Mediencurricula oder eben die KMK-Kompetenzen, die sich da gut andocken lassen. Also auch dazu gerne bei der Frage- und Antwort-Session noch mehr. Gut, ich hatte schon mehrfach angesprochen, wir haben auch VR-Exkursionen erstellt, gemeinsam mit Studierenden. Es gibt welche für die Sekundarstufe 1 und 2 und welche für die Grundschule. Wenn Sie da Interesse haben, dann schauen Sie gerne auf unsere Website. Das sind die alle frei verfügbar. Man braucht nur ein Smartphone, WLAN und einen Browser. Also es ist keine App notwendig, das ist ganz wichtig. Es soll möglichst barrierefrei sein. Und diese VR-Exkursionen sind eben nach dem Prinzip der Achtsamkeit konstruiert, was ich jetzt versucht habe, ein bisschen anzureißen. Wer da mehr Interesse hat, kann gerne auch dann nochmal nachlesen, die Publikation, die ich gleich zeige. Und ganz zum Abschluss wollte ich Ihnen gerne noch so ein bisschen komprimiert mitgeben, worauf es aus meiner Sicht ankommt, worauf man achten sollte, wenn man VR im Geografienunterricht einsetzt. Zum einen glaube ich, dass diese emotionalen Trigger etwas sind, was noch zu wenig beachtet wird, was man immer mitdenken sollte. Wie kann diese Umgebung wirken auf andere Personen, nicht nur von sich selber auszugehen, sondern wirklich seine Klasse zu kennen und überlegen, was könnte es triggern? Man wird nicht alles wissen können, man weiß nicht, mit was SchülerInnen in den Unterricht kommen, aber es ist etwas, was reflektiert werden sollte. Auch das Körpergefühl sollte reflektiert werden. Wenn ich einen Flug über einen Vulkan mache mit SchülerInnen, kann das für manche ganz toll sein, wenn die von oben diesen Ausbruch sehen. Für Personen mit Höhenangst könnte es sehr schwierig werden, wenn sie unter sich nichts sehen, außer vielleicht eine kleine Drohne. Ich glaube, es ist sehr wichtig, das Überwältigungsverbot zu beachten, das Beutelsbacher Konsens. Und wie ich schon sagte, Vorbereitung ist aus meiner Sicht super wichtig, eine Hinführung an das Medium, aber auch eine individuelle Reflexion, eine Gruppenreflexion über das VR-Leben und eine Dekonstruktion das Erlebten. Ja, und damit bin ich am Ende, bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Hier noch weitere Infos zu unseren Publikationen, zur Website und jetzt freue ich mich sehr auf Ihre Fragen und auf die Diskussion. Vielen Dank.